Ach so, was denn da passiert? Die beiden hier wieder, ne? Mit Liebe eingefügt, dieses Fake-Wecker-Sound. Oh, voll süß, mal die beiden. Morgen. Na? Na? Gestern Abend war richtig geil. Ja. Die ganzen Filme hintereinander. Ja, die Filme waren so spannend, so erregend. War doch schön, oder nicht? Ja. Können die jetzt eigentlich endlich mal bumsen, Alter? Was soll denn das? Voll, also kein Problem. Du sag mal, Pimli, was hältst du davon? Mhm. Du, ich, ein schönes Picknick im Wald. Ja. Und ich meine, so ein Wald, da sind wir ja komplett ungestört. Das stimmt nicht. Im Wald hat's Jäger, Förster, Maschmaschinen, Bäume, Eichhörnchen, verschiedene Insekten. Du bist da nicht allein. Ne? Und man könnte ja noch so ein paar Sachen machen. Dies, das, Sachen machen. Du bist beim ersten Mal schon direkt in den Wald. Na, wo soll ich denn sonst? Stimmt, wo fick ich denn sonst außer im Wald? Das ist eine Frage, die sich die Menschen seit der Steinzeit durchgehend stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Wald, da knallt. Na, in einem Bett oder so? Ich meine, das ist so aufregend, das ist direkt wie... Pimli, jetzt bleib doch mal ernst, hier kann jeder reinkommen. Ja, stimmt schon. Wollen wir das nicht einfach im Wald machen? Lass doch machen einfach. Das ist doch so, ich meine, das ist... Mach doch jetzt. Ja, mach doch jetzt bitte. Ja, gern. Warum denn nicht? Ja. Boah, also, das erste Mal direkt in einem Wald, das... ich dachte, das macht man erst, wenn man schon ganz oft hat. Das ist sehr aufregend. Wird bestimmt auch pieksig oder so, aber... Pieksig? Nein, egal. Mal sehen. Naja. Also ich denke mir, lieber unkonventionell und romantisch als... Mhm. Ja, ja, routiniert und langweilig. Ihr seid nicht routiniert, Alter. Ihr bumst das erste Mal. So, ich meine, ich liebe Abenteuer. Ah ja, hier Kenneth, guck mal. Musste am Sofa schlafen, der Kenneth, ne? Bist du wach? Oh, ist das ja, süß, jetzt Mann. Schon. Jetzt schon, ey. Ich hab die ganze Nacht auf dem Sofa geschlafen, es war richtig kalt. Ich hab die ganze Nacht auf dem Sofa geschlafen, es war so kalt. Selbst schuld. Wenn du so ein Arsch bist und mich nach einem Dreier mit einem anderen Mädchen fragst. Genau, frag nach einem anderen Typen. Gefällt dir das auch? Das ist doch nicht so schlimm gewesen jetzt. Das war nur eine Idee, hätte dir ja gefallen können sogar. Bin ich alleine jetzt nicht interessant genug oder was? Das habe ich nicht gesagt. Oh Mädchen. Das? Also wozu denn? Ich dachte, das könnte eine coole Idee sein, ein bisschen spannend. Stanley, Kenneth, Ruben, ist doch egal. Und? Es ging nicht um dich. Hattest du jetzt schon was mit dir? Nein, ich hab dich, hä? Ich dachte, der Dreier ist eine gute Idee, aber ich hab doch sonst dich. Ja, sonst. Aber nur sonst. Mega der Ehrenmann, der Typ. So nett, Alter. Er ist so nett, ey. Er ist so cool. Ich wär so gern wie er. Oh, Leute. Ganz ehrlich, Mann. Das ist ja wohl ein absoluter Albtraum. Guck mal hier, die drei süßen Jonases und noch ein Gork, also zwei süße Jonas und ein Gork. Voll schön. Also. Oh, weia. Hallo. Guten Morgen, Lena. Hallo. Hi. Hast du schön gehört? Frau Ostermann, die ist weg. Also, abgehauen. Mhm. Die abgehauen? Ja, wir haben einen lehrerfreien Tag oder so. Was? Wirklich? Ja, wirklich. Nice. Krass, mega. Und ihr wollt gar nicht wissen, was mit Frau Ostermann... Wollen wir frühstücken gehen oder so? Ja, können wir machen, aber ich habe eine Frage. Also, das mit Anastasia, also, dass du so gut im Bett bist, also, was sie erzählt hat, stimmt das?
Das Unangenehme ist halt, die Rolle hat er sich selber geschrieben. Jonas, wieso, Alter? Warum? Keine Ahnung, also es war ja mein erstes Mal. Ich habe einfach super viele Bücher gelesen. Aha. Fickbuch. Erzähl mehr. Ja, welche Stellen am Körper einer Frau Reiz empfinden und was man so machen kann. Okay. Genau. Cool. Also, Frühstück? Ja, okay, komm. Okay. Ich finde es spannend, dass sich plötzlich so viele für mich interessieren. Vielleicht hat sich das ganze Lesen doch gelohnt. Die meisten Jungs setzen sich einfach gar nicht mit dem weiblichen Körper auseinander. Und es kommt einfach darauf an, wie man das Gelernte in die Tat umsetzt. Digga, die meisten Jungs in deinem Alter, die wichsen nur. Die haben noch nie einen weiblichen Körper gesehen, Alter. Ich habe auch viele Bücher über das Wichsen gelesen. Klappt gut. Ehrenhaft. Hi. Du bist? Hi. Ich bin Jürgen. Fernando. Jürgen. Gärtner. Drechsler, hi. Diese Rolle wurde gar nicht introduced, Alter. Dieser Typ läuft legit einfach bei denen im Haus rum und keiner weiß, wer das ist. Und alle denken so, ja, das ist schon fein, weil das ist Jürgen. Das passt. So, das ist in Ordnung. What the fuck? Like, what the actual fuck? Für die Sauberkeit zuständig. Ja, okay. Ja. Krass, aber putzen kannst du. Ja. Danke, und du hast Ahnung von Style. Wow. Geht. Ja. Wollen wir frühstücken gehen, Fernando? Seid ihr so ein Homo-Pärchen? Ja. Wir sind zusammen. Ach du Scheiße. Okay. Da muss er ganz schnell los, Alter. Ich weiß nicht, also irgendwie lag da gerade was in der Luft. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Jürgen irgendwas gegen mich hat. Ja. Aber ich meine, er kennt mich ja noch gar nicht so lange, also kann es ja fast nur daran liegen, dass Fernando und ich schwul sind. Nee, das gibt's nicht. Irony, Jürgen ist tatsächlich im Real Life auch gay. Wie findest du unsere Klasse? Mega lustig. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, wieder zur Schule zu gehen. Mhm. Ja, du passt voll gut dazu. Wir haben voll die geilen Projekte zusammen. Boah, weißt du, was mir voll leid tut, dass ich dich jetzt so mit in die ganze Beziehungssache mit reinziehe? Das ist kein Problem. Ja? Ach du Scheiße, Alter. Das ist aber gar nicht nice von dir, Stanley. Also, Frau Ostermann ist nicht mehr da, richtig? Ja. Ja. Wir können ja machen, was wir wollen. Mhm. Eine Party! Mega. Die klingt mega. Ja. Ja, mit richtig viel Alkohol. Mhm. Boah, das wird so witzig. Das wird mega geil. Ey, wir können einfach jetzt schon anfangen. Spielt keine Rolle, wie spät es ist. Ja, ist ja echt scheißegal, ob jetzt erst 9 Uhr morgens ist. Man kann ja saufen, wann man will, wenn die Lehrer nicht da sind, Alter. In den Ferien, ich stehe morgens um 8 Uhr auf und besauf mich erstmal, weil ja keine Lehrer da sind. So macht man das! Mega gute Idee. Oh mein Gott, keine Regen. Hey, na, habt ihr schon gehört? Eine Party! Wir machen eine Party. Genau, ja. Wo ist sie denn hin? Sie ist vorhin in einem Auto mit Revi weggefahren. Einfach weggefahren, hat nichts gesagt. Mit Revi weggefahren, das ist doch eine anständige Frau. Wieso würde sie denn... Ja, ist doch egal, wir können jetzt Alkohol trinken. Klar, die macht jetzt irgendwas mit Revi, ist doch... Ist doch okay, wenn ihr was mit mir macht. Lasst sie doch mit mir was machen einfach. Was soll denn das, Mann? Wir trinken Bier. Wir haben so viel Spaß. Wir können einfach jetzt abschauen. Alkohol. Oh Mann, warum bist du denn jetzt traurig? Georg. Ach Georg, Mann. Ey, Georg. Ich bin wirklich gut zu ihr gewesen. Ich habe alle ihre Wünsche erfüllt und auch den ganzen geisteskranken Kram mit yo, fessel mich an der Decke, drück eine Kerze in meinem Arschloch aus. Alles cool, Georg. Mach dir keinen Kopf. Wir hatten Spaß. Georg, sieh doch mal positiv. Du kommst aus dir raus. Wir können Spaß haben den kompletten Tag. Ganz viel Alkohol trinken. Wir feiern jetzt. Gib dir einen Ruck. Georg, gib dir noch einen Ruck. Ich verstehe nicht, was hier momentan los ist. So viel habe ich das letzte Mal mit 6 an Ostern geweint, als mir klar wurde, dass nicht mal der genmanipulierteste Hase in der Lage wäre, so viele tausende Ostereier zu legen. Das ist, ja.
Oh, voll schön. Ja, das ist schon ganz schön. Wollten die nicht picknicken gehen, Digga? Ja, obwohl. Okay, und was von da? Hast du das gehört gerade? Ach du Kacke. Was denn? Jürgen? Hi. Oh mein Gott. Was bist du denn hier? Ich wohne. Hey. Hallo. Alles klar, okay, das ist maximal gruselig. Jürgen, der Dude, der wohnt in der Jägerhütte, Alter, und sagt die ganze Zeit, ich bin hier der Gärtner, das ist alles cool. Digga, der Typ wohnt im Wald, Alter. Der gehört nicht zu dieser Anlage. Ich war vor Ort, da ist kein Wald in der Nähe, also nicht unmittelbar. Das heißt, Jürgen läuft jeden Tag 2 Kilometer bis zu diesem Haus hin. Das ist gruselig. Ich weiß, ich muss mir was Neues zulegen. Kann nicht mehr so weitergehen. Ja. Ja, ja, wir beide machen gerade einen Spaziergang. Hast du vielleicht Lust mitzukommen? Oh. Wie kannst du ihn denn jetzt, ohne mich vorher zu fragen, ob ich das überhaupt möchte, fragen, ob er mitkommen will? Das geht nicht. Hast du denn gerade vergessen, was wir hier machen wollen? Das geht nicht. Vielleicht auch, was mir das bedeutet, was wir hier gerade tun? Was dir das auch bedeuten sollte, was wir hier gerade tun, Mann? Ja, ja. Und ich hasse das einfach. Ich hasse das, wenn ich so übergangen werde. Wenn ich Scheiße, nie, Mann. Wenn ich nie mitentscheiden darf, wenn ich nie gefragt werde. Vielleicht bin ich auch ein Mensch. Ey, man muss sagen, Drexler, aka Pimli, spielt unfassbar gut, Digga. Er macht's richtig, richtig gut. Er spielt seine Rolle dermaßen nice einfach. Ja, mit irgendwie Gefühl oder... Komm, Mann, also Pimli ist schon ein ganz schönes Sensibelchen. So habe ich mir unsere Beziehung Er braucht Snickers. Safe, safe, safe. Ach du Kacke. Stream Sniper ist da. Du willst mich verarschen, oder? Ich wusste es! Ich wusste, was ist denn los? Das ist scheiße Oh nee. Deine Schuhe werden nass. Das sind Off-White-Schuhe, Alter. Du hättest einen Dreier mit uns haben können, du hättest dabei sein können. Du kannst doch nicht einfach uns beide haben. Es ist aus, du bist ein Arschloch. Scheiße. Oh. Mann, jetzt bin ich komplett nass. Gut, dass er nur Socken angehabt hat, ne? Wäre scheiße gewesen, wenn jetzt seine Schuhe wirklich nass gewesen wären. Dass das so eskalieren muss immer. Willst du Bier trinken, Georg? Ja? Dann kann ich anstoßen. Ach, komm schon. Das würde ich bestimmt ablenken. Schön Berliner Luft hier rein gönnen, ne? Aber die Billigmische, Alter. Schau mal, Georg, was ich dir besorgt habe. Ein richtig schönes Zimmerfenster. Bei Emma schon bestellt. Ja, für dich. Oh, ja. Dieser war echt schön. Oh. Ja, darauf musst du jetzt aber. Oder? Ich meine, ja, Georg, jetzt hast du einen Baum, jetzt musst du also saufen, Tobi, Alter. Also, würde sagen, wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Mhm. Okay. Oder? Die Wahl lassen wir komplett raus. Ist nur Wahrheit oder Pflicht. Entweder du sagst die Wahrheit oder du musst bumsen. Eins von beiden. Ja? Also, Zeus, Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Wahrheit. Bist du gern Single? Nein. Nein? Vielleicht bin ich schon längst über Layla hinweg. Ich möchte mich in Zukunft auf jeden Fall nur auch noch auf meine Freunde und meinen Gemüsegarten fokussieren. Ja. Mädchen sind mir jetzt erstmal egal. Ach so, Georg. Ja. Ja, Georg. Du kriegst auch ein bisschen... Ja, so ist gut. Ich finde Layla irgendwie mega spannend. Sie hat Ausstrahlung und Charakter. Genau das, was eine starke Frau braucht. Mhm. Das ist aber privat, also. Versteht ihr? Weil da ist ja das Zimmer, wo privat draufsteht. Und wie lange seid ihr schon zusammen, du und der Pimli? Ja, es ist eine gute Frage. Also, es ist gar nicht mal so lange her, als wir uns kennengelernt haben. So, es war auf dem ersten Teil der Klassenfahrt. Das war ganz lustig. So, wir hatten keine Betten mehr und außer ich hatte halt noch eins in meinem Zimmer frei. Und ja, dann kam er halt zu mir und ja, so lief das. Worldwide Schön. Wohnzimmer, welchen? Ach so. Wie sieht's bei dir aus? Bist du vergeben? Oh Gott, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, okay. Das ist, ja, nee, ich bin Single.
Okay. Ich bin Single. Carmo hat dich eingeladen. Hat er, glaube ich, nicht, oder? Hast du eigentlich ein Problem damit, dass ich schwul bin? Nee, das stimmt nicht. Stanley! Es war nur ein Fehler und ein Prank, Alter. Entspann dich. Just Kim, MC Depp, danke schön für eure Subs. Es war nur ein Prank. Wir haben dich geprankt. Versteht ihr, es war doch nur ein Prank, Mann. Alter, ich hab deine Mutter nur als Prank umgebracht. Hat gesagt, dass du adoptiert bist. Ach du Scheiße. Ich will meinen Followern auch wirklich was vermitteln. Also, ach meine Gott. Echten Eltern herausfinden über einen Computer? Genau. Fuck, Alter. Fuck. Und ich und Ostermann gönnen uns in der Zeit richtig, Mann. Okay.